Hallo und herzlich willkommen von der Costa Blanca, von der La Vuelta Feminina, die Spanien-Rundfahrt der Frauen mit dem Team Movistar. Denn Annemiek van Vleuten hat ja zweimal in den vergangenen Jahren die Gesamtwertung gewonnen. Heute steht ein 14,5 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren auf dem Programm. Dann auf Etappe 2 und 3, relativ flach, sind es vielleicht die Sprinterinnen. Und dann geht es ab Etappe 4 ins Gebirge hinein. Etappe 5 und Tag Nummer 7, der letzte zum Lagos de Covadonga, ist mit 93,7 Kilometer noch einmal besonders schwer. Schauen wir also auf die erste Etappe. Technisch sehr anspruchsvoll, dieses Mannschaftszeitfahren über 14,5 Kilometer, 23 Mannschaften mit dabei. Um 12.37 Uhr ging es los, viele Richtungsänderungen, aber kein Berg heute mit dabei gewesen. 9 spanische Mannschaften insgesamt mit dabei. Den Auftakt hat das Sopela Women's Team gemacht. Ja, und um 18 Minuten musste man heute fahren, um dieses Rennen zu gewinnen. Der Fokus und das Augenmerk ging natürlich dann gleich auf das Jumbo-Visma-Team. Sie waren heute in der Favoritenrolle. Sie wollten heute mit Marianne Voss und Anna Henderson den Titel und den Sieg. Nach 7,4 Kilometern gleich die Bestzeit. Unter 9 Minuten. Sie haben damit natürlich erstmal ein absolutes Ausrufezeichen vor das Team Jayco Al-Ula gesetzt. Das Liv Racing Team kam ins Ziel, holte eine neue Bestzeit, 18:45, 46,4 der Stundenminute. Kenyon Swam hat sich auf den Weg gemacht mit Ricarda Bauernfeind, die Deutsche, hier im Aufgebot mit dabei. In der sportlichen Leitung ist es ja Magnus Buxton. Dann kam das Team Jumbo-Visma ins Ziel, holte eine neue Bestzeit, 18:03, 48,2 km/h, das Stundenmittel. Unglaublich. Hervorzuheben in dieser Mannschaft ist auf jeden Fall die 35-jährige Marianne Voss mit ihren 3 WM-Titeln auf der Straße. Der Blick geht wieder rüber auf die Startrampe. Wir sehen das Team SD Works mit Demi Wollering. 5-mal hat sie bereits gewonnen. Amstel Gold, Flash Wallon und auch Lüttich Bastogne Lüttich. Hinten im Auto fuhr Anna van der Breggen. Dann schauten alle auf das Team Movistar mit der zweimaligen Weltmeisterin Annemiek van Vleuten. 40 Jahre ist sie alt, auch die junge deutsche 25-jährige Liane Lippert mit dabei. Sie fuhr ja ein starkes Frühjahr, war ja beispielsweise Zweite beim Flash Wallon. Das ist also die letzte Mannschaft, die auf die Strecke gegangen ist. Hohes Stundenmittel also für das Team Movistar. Die waren eingespielt, genauso wie die Damen vom Kenyon Swam Team, die jetzt also auf die Zielgerade fuhren. Und das war verdammt eng. Die Bestzeit immer noch gehalten von Jumbo-Visma, 18:03. Und das war jetzt der Zieleinlauf. Knapp dahinter Kenyon Swam holte sich also in diesem Augenblick Platz 2. Wir blicken auf das Team Trek Segafredo mit der deutschen Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung Lisa Klein. Auch Elena Buxted mit dabei und Elizabeth Deignan, die ja aus ihrer Babypause zurückgekommen ist, hat ja ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Aber für das Trek Segafredo-Team hat das am Ende nicht ganz gereicht. Platz 3, 9 Sekunden der Rückstand. Der Fokus jetzt wieder auf das so erfolgreiche SD Works Team mit Femke Markus, mit Marleen Reuser, die Zeitfahrspezialistin. Sie kamen mit 14 Sekunden Rückstand ins Ziel, reichte am Ende also in dieser Wertung für Platz 4. Aber eine Mannschaft ist ja noch auf der Strecke. Das Team Movistar mit Liane Lippert und Annemiek van Vleuten. Sie kamen auch nach dem Team Jumbo-Visma ins Ziel. Der Rückstand an dieser Stelle 12 Sekunden groß, aber für die Gesamtwertung natürlich noch nichts verloren. Und die Damen um Anna Henderson, die freuen sich natürlich riesig über den Sieg. Eine Sekunde Vorsprung vor Kenyon Swam und 9 Sekunden vor dem Team Trek Segafredo mit Lisa Klein. Die 24-jährige Britin Anna Henderson ist also auch die erste Gesamtführende. Sie durfte das rote Führungstrikot übernehmen und führt also vor ihren Teamkolleginnen. Ricarda Bauernfeind,
auf einem tollen 9. Platz. Blicken wir mal auf die Strecke morgen. Vielleicht ist das was für die Damen im Sprint. Über 105,8 Kilometer bietet sich also die Gelegenheit für die Sprinterin. Eine Bergwertung der 4. Kategorie mit dabei und eine Sprintwertung. Oder kommt vielleicht doch eine Gruppe an? Wir werden morgen mehr wissen und würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin!